Nein. Da setz dich hin. Alright. SOS. Das bist du. SOS. So. Kann man das so, sieht man das? Bisschen auch. Oh. Ja. Klasse, ne? Das ist Benjamin Boyce. Klasse. Dein wunderbares Lächeln ist jetzt auch drauf. Einmal in die Kamera grinsen, Benjamin. Grinsen. Grinsen? Ja. Wie steht's eigentlich mittlerweile mit deinem Deutsch? Well, actually, with that talking Deutsch, I'm just gonna get this here. Just so that I can, it's just there in case. Ach so, okay. So, nur für den Fall. We can put it here, actually, because it looks better. Ich kann's auch da hinlegen. Moment. For the show. Geht das? Yes. Ja? Okay. Jetzt hältst du brav fest und, also du bist jetzt schwer am Üben. Und mit Alex, sprichst dann. Den Ohrwurm haben, nämlich Englisch sprechen kann. Aber wir können ein bisschen Deutsch reden. Das ist gar kein. Aber ich meine, solange, bevor das 10.000 Lichtjahre, was ja eigentlich auch eher eine Distanz ist, aber denn eine Zeit, bevor das 10.000 Lichtjahre uns wegnimmt, reden wir jetzt Englisch. Und ja, also deine neue Single heißt 10.000 Lightyears. Und you're supposed to speak German. I'm listening to English. Du kannst auch Deutsch sprechen, irgendwie. Ich höre mir gerade das Englische an. You're supposed to speak German. Du sollst doch Deutsch sprechen. Ja, mach ich doch. Und wie kommst du auf den Namen? Was beinhaltet diese Single? Worum geht es? Okay. Okay, well, what I did was... Was ich gemacht habe, war folgendes. I've had this idea for about ich hatte two die years. Idee schon seit zwei Jahren. Und ich hatte die ganzen Informationen gesammelt. Ich hatte sehr viele Bücher gelesen über UFOs und sowas. Und ich lese gerade ein Buch von Erich von Däniken. Und ich habe auch diese ganzen Informationen gesammelt und habe gesagt, okay, daraus mache ich ein Video. Und ich wollte das Video so ein bisschen wie ein Film aussehen lassen. Und es ist eine Geschichte, in der es geht um jemanden, der von Aliens entführt wird und dann erfährt, was da passiert. Und weiß dann auch die Antwort auf die Frage, warum sie hier sind. Die Aliens. Und das hast du aus Büchern und wie? Well, no, the idea I got from books. Nein, nur die Vorstellung davon hatte ich aus Büchern. I got the idea from books, so it's sort of like I put made my own story in my head. Ich habe meine eigene Geschichte natürlich selber erfunden, nachdem ich die ganzen Bücher durchgelesen hatte. Und dann habe ich mir irgendwie einen Titel ausgesucht, 10.000 Lightyears, 10.000 Lichtjahre, hört sich irgendwie nach Millennium an und nach Weltraum. Also du glaubst an Aliens und du glaubst an den großen Crash nach dem Jahr 2000, unser Lieblingsthema. Oh yeah, I definitely believe ja, aliens exist. Ich glaube daran, dass Außerirdische existieren. Auf jeden Fall. No doubt about it. Da gibt's gar keine Zweifel. What did you say about the millennium? Wie war das mit dem Millennium? Ja, viele Leute sagen ja, Nostradamus hat gesagt, spätestens nach dem Jahr 2000 Hilfe. Well, Nostradamus was a little bit off. Nostradamus hat ein bisschen daneben gelegen manchmal. Ja, vielleicht wurde er auch nur falsch verstanden. He said some true things, er hat ein paar wahre Geschichten natürlich erzählt. Die Welt verändert sich ja die ganze Zeit. Vielleicht interessieren sich die Leute einfach jetzt noch mehr dafür, was Nostradamus gesagt hat. Es gab so ein paar Warnungen und vielleicht hören sie jetzt ein bisschen noch. Er hat ja auch Erdbeben vorausgesagt. Es gibt bestimmte Sachen, dagegen kann man was machen. Ne? Mit modernen Techniken kann man, irgendwie sagen, in Kalifornien kann man Erdbeben verhindern oder vorwarnen. Aber Hauptsache, es waren keine Außerirdischen, die dann ganz viele Leute verschüttet haben. Denn die sind ja in deinem Clip eigentlich auch ganz nett. Und ich glaube, diesen Clip gucken wir uns dann jetzt erstmal an, damit wir mehr über Aliens reden können. Yeah, they're very friendly. Benjamin Boyce, 10.000 Lightyears. 10.000 Lightyears, Benjamin Boyce, das ist die Single. Und du hast mir eben gerade erzählt, wie ist das Video entstanden? Du hast gesagt, du hast die Story geschrieben und wie war der Dreh dann an sich? I wrote the story, ich habe die Geschichte geschrieben, das ist richtig. Wir haben das Video in Berlin gedreht und wir hatten einen ziemlich coolen Regisseur da. Und er hat überhaupt gar kein Problem damit, dass ich als Co-Regisseur aufgetreten bin. Das war ja meine Geschichte. Und wir haben irgendwie diesen Film gemacht, den ich in meinem Kopf hatte. Den haben wir realisiert, sagen wir mal so. Und ich bin sehr stolz auf das Video, muss ich sagen. Würde ich auch sein. Applaus. Und jetzt noch mal ein bisschen mehr Applaus für den E-Mail-Master. Und ich hoffe, du hast uns, weil wir haben so viele Fragen bekommen von euch. Wunderbar, habt ihr gut gemacht. E-Mail-Master, die erste. Ich wollte Benjamin fragen, ob sich seine Beziehung zu den Fans geändert hat seit seiner Solo-Karriere. Und das stammt von Nicole aus München.
For me, absolutely nothing. Nein, has changed. Auf keinen Fall. Absolutely. Für mich hat sich nichts geändert. Vielleicht sind die jetzt ein bisschen geschockt, weil ich einen neuen Haarschnitt habe. Aber ich beiße ja nicht. Nein, ich bin immer noch cool. Haben wir noch eine E-Mail? Also es sind so viel, aber die meisten sind ziemlich lang. Also von daher... Mach sie kurz. Okay. Geht es nicht? Bis du eine gefunden hast und zusammengefasst hast, gefaxt. Nehmen wir jetzt einfach mal einen Anrufer rein, der sich in der Warteschleife befindet und hallo, sag ich. Caller. Hallo? Ja, hallo. Wer bist du? Ich bin der Justin. Nicht Klaus. Justin, hey Justin. Justin, they said you were Klaus. Hallo. Die haben gesagt, du wärst Klaus, aber das stimmt ja nicht. Nein. Du hast eine Frage an Benjamin? Genau, und zwar, ich wollte ihn fragen, ob was er von Horrorfilmen hält und ob er einen Lieblingshorrorfilm hat. Was habe ich letztens gesehen? When I saw Scream. Ich habe Scream gesehen und habe ich gedacht, das war irgendwie so ein bisschen lustig eigentlich auch. Es ist eine Art Komödie eigentlich. Das war ein sehr guter Film, Scream. Ich hätte sehr große Angst. Es gibt auch einen neuen Film, bald in Amerika, Blair Witch Project, den habe ich in Amerika gesehen. Und das ist auch ein ziemlich angsteinflößender Film und den solltest du dir auf jeden Fall angucken. Blair Witch Project. Muss ich machen. Ja. Bist du zufriedengestellt mit deiner Antwort, also mit seiner Antwort? Ja, bin ich. Ja. Wunderbar. Dann finde ich, kriegst du jetzt einmal die Single 10.000 Light Years. Oder möchtest du lieber das Album? Das Album. Du möchtest das Album. Ja, okay, Justin, für dich unterschrieben von Benjamin Boyce sein Album, okay? Ja, danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bye. Und ich glaube, Anrufer ist am besten jetzt, ne? Sag. Yeah, sure. Ja, Anrufer, I like callers. Anrufer gefallen. Hallo? Hallo? Du bist? Kathleen. Kathleen, hallo. Kathleen. Eine Frage an Benjamin Boyce. Ja, und zwar, du bist ja noch mit Alex zusammen. Und da wollte ich dich fragen, ob ihr demnächst vorhabt zu heiraten und ob ihr auch Kinder vorziehen würdet. Well, there's been a big rumor going around. Ja, es gab ja ein ziemlich großes Gerücht, dass wir heiraten würden und dass da irgendwie auch Kinder unterwegs wären, aber darüber weiß ich gar nichts. Ich habe Alexandra gefragt und sie hat gesagt, heiraten wir? Ach, da ist die Kamera jetzt. Habe ich gesagt, heiraten wir? Bist du schwanger oder was? Und sie hat gesagt, nee. Und dann, ich glaube eigentlich eher, noch nicht. Aber wenn wir das machen, fährst du es als Erste. Danke. Vielleicht steht es dann auch gleich, wenn er hinten seine Autogramme auf die CD schreibt, Album oder Single? Okay. Album. Mann, seid ihr alle anspruchsvoll. Okay, Jasmin, war der richtige Name? Nee, Kathleen. Kathleen. Ja. Kathleen. Tut mir leid und jetzt schreibt er es eben mal drauf. Alright, you got a pen? Hast du ein Stift? Nein. No. Well, then I'll have to do das it. Ja, dann muss ich das wohl später machen, aber du kriegst ja auf jeden Fall Kathleen. Alles klar. Okay, bis Danke. Dann. Tschüss. Tschüss. Und ich habe hier noch was für dich. Lecker. Man soll ja nie sagen, wir würden die Sachen, die ihr an unsere Stars schreibt, nicht weitergeben. Hier sind ganz viele Briefe für dich bekommen. Benjamin Boyce, schöne Malereien. Ja, guck mal hier. Und Aliens und hier Alien Connection, They've You and Me. Great job on this. Look. Guck mal, die hat ja hier einen Grauen dann gemalt. Like einen Grauen ausgeschrieben. Die sind ja sehr kreativ. Hier, damit du endlich viele mal dick wirst. Sehr kreativ. Oh my goodness. Und Holunderlik. Boah, ich hab. Was ist das? Alkohol. Oh, ist das ist alles für Benjamin Boyce. Wir sind nicht gleich noch live auf unserer Bühne, ist das richtig? Yeah, that's right. I'm gonna jo, das stimmt. Show for y'all. Ich mache eine kleine Show für euch. Alle. Ja? Yes. Und dann würde ich erstmal sagen, gucken wir uns den Clip an. Ja? Du okay. kriegst die ganzen Faxe echt noch. Und der Clip ist jetzt Change. Bis gleich auf der Bühne. Benjamin Boyce, jetzt ultra live auf unserer Showbühne. Bist du irgendwann sonst noch live zu sehen? Ja, Ende des Jahres mache ich ein Tour, ungefähr 15, 20 Shows durch Deutschland, so du kannst allen kommen. Und ja, ich freue mich. Ich mich auch. Vor allen Dingen jetzt auf 10.000 Light Years. Okay. Benjamin Boyce. They're here from outer space. I
I saw the signs of something moving through the sky with speed. I stopped, explored around it, landed in the cotton field. They dimmed the lights right down, a man walked out, I heard a ray sound. Reflecting in my mind, his code was clear, I felt the signs. Must have been the signs from another star. Oh, my destination. Oh yeah, could it be I'm from another star? Oh, you're from the place I know I'm missing me. 10,000 light years away. Reading the good signs and see how they pray. From 10,000 years away. You're the gods from outer space. 10,000 light years away. Read in the good signs and see how they pray. From 10,000 years away. You're the gods from outer space. They took me back in time, I found me from another kind. Long ago and far away, another place we used to stay. They saved the human race from enemies from outer space. On our star was blown away, and now that's all that's left is hell. Now I know that we are not alone. Oh, communication. Oh yeah, now I know I'm from another star. Oh, you're from the place I know I'm missing me. 10,000 light years away. Reading the good signs and see how they pray. From 10,000 years away. You're the gods from my space. The question on whether or not it's possible there's life from another planet has finally been answered. 10,000 light years away. Reading the good signs and see how they pray. From 10,000 years away. You're the God space. 10,000 light years away. Read the good signs and see how they pray. From 10,000 years away. You're the gods from outer space. Geschichten durchgemorgelt, Benjamin. Danke, dass du hier warst. Danke auch an die Band, die hier so tatkräftig Benjamin unterstützt hat. Applaus und wir sehen uns gleich nach der Werbung wieder.